Kabeljournal GmbH. Ein Team erfahrener Spezialisten für Webseitenerstellung. Eine Homepage als Marketinginstrument ist heute unverzichtbar. Mit kreativen Ideen, wirtschaftlichen Konzepten, kompetenter Beratung und exzellentem Preis-Leistungs-Verhältnis sind wir Ihr Ansprechpartner. Wochenende im Erzgebirge. Das erste im Frühjahr 2019. Im Namen des gesamten Teams begrüße ich Sie zu unserer Rückschau auf die Ereignisse der vergangenen Tage. Das Ganze nennt sich ErzTV-Woche. Schön, dass Sie dabei sind. Glück auf! Die Nachrichten fürs Erzgebirge am 18. März. Glück auf! In Annaberg-Buchholz wurde ein neuer kommunalpräventiver Rat gegründet. Ihm gehören Vertreter aller gesellschaftlich relevanten Gruppen an. Wesentliche Ziele der Kooperationspartner sind der Erhalt des gesellschaftlichen Friedens, die Vermeidung von Kriminalität, die Verbesserung des Sicherheitsgefühls der Bürger und damit insgesamt mehr Lebensqualität in der Stadt. In diesem Jahr soll zunächst im Rahmen einer Sicherheitsanalyse untersucht werden, wo in Annaberg-Buchholz besonderer Handlungsbedarf besteht. Je nach Ergebnis werden danach Arbeitsgruppen gebildet sowie Arbeitsfelder und Arbeitsschwerpunkte festgelegt. Eine Lenkungsgruppe koordiniert alle Aktivitäten. Vorsitzender ist Oberbürgermeister Rolf Schmidt. Schneeberg hat ein Kulturzentrum, die Goldene Sonne. Und in der Sonne erstrahlt der kleine Saal in neuem Glanz. Nach knapp einmonatiger Umbauphase wurde der Raum für Vorträge oder Tanzveranstaltungen am 15. März feierlich übergeben. Im Vergleich zu vorher erscheint der Saal viel heller und freundlicher. Gold- und Erdtöne bestimmen die Atmosphäre. Eingebaut wurde eine Akustikdecke. Die ermöglicht dem Team der Goldenen Sonne, beide Säle gleichzeitig genreunabhängig, zum Beispiel mit einer Lesung zum einen und einem Rockkonzert zum anderen zu bespielen. Mit dem Umbau hat das Kulturzentrum in Schneeberg auch einen Qualitätssprung bei der Barrierefreiheit gemacht. Menschen mit Handicap können jetzt die neuen, modernen Sanitärräume des kleinen Saals nutzen. Damit entfällt der Weg zur Toilette mit dem Lift in den Keller. Das jüngste Bauprojekt im Kulturzentrum Goldene Sonne Schneeberg kostete insgesamt 170.000 Euro. Die AOK Plus hat bilanziert. Im Erzgebirgskreis ist der Krankenstand der bei dieser Kasse versicherten Arbeitnehmer 2018 auf 5,6% gestiegen. Der Wert liegt leicht unter dem sächsischen Durchschnitt von 5,7%. Im Jahr 2017 lag der Krankenstand der AOK-Mitglieder in Betrieben im Erzgebirgskreis bei 5,4%. Im Jahr 2018 kamen auf jedes AOK-Mitglied in Betrieben im Erzgebirgskreis 20,6 Arbeitsunfähigkeitstage. Die Krankheitsarten mit den höchsten Anteilen an allen Arbeitsunfähigkeitsfällen waren Atemwege mit einem Anteil von 23%, Muskel-Skelett mit 14,6%, Verdauung mit 9,9% und Verletzungen mit 7,5%. In Annaberg-Buchholz muss die B101 wegen der dringend notwendigen Sanierung der Straßendecke vom 18. März bis voraussichtlich 17. Mai zwischen der östlichen Einfahrt in den Gewerbering und dem Abzweig 3 Güterstraße voll gesperrt werden. Anlieger können weiterhin aus Richtung Annaberg-Buchholz ihre Gebäude bzw. Grundstücke erreichen. Eine Durchfahrt in Richtung Thermalbad Wiesenbad ist jedoch nicht möglich. Wir kommen zur Vollsperrung auf einer Staatsstraße. In Pfaffroda ist bis voraussichtlich 18. April die Freiberger Straße bzw. S215 vom Abzweig der B171 bis zum Ortsausgang wegen Straßenbauarbeiten voll gesperrt. In der gesamten Ortslage erfolgt der Einbau der Asphaltdecke. Eine Umleitung ist über Dörntal, Seida, Dittmannsdorf ausgewiesen. Wer auf der B101 durch Lauter unterwegs ist, kann eine große Abrissmaßnahme erblicken.
Im Herzen der Stadt verschwindet eine schon lange wegen ihres Zustandes augenfällige Industriebrache. Früher produzierten auf dem Areal die Bauschwerke. Das waren Emaille- und Stanzwerke. Zukünftig könnte hier ein Einkaufsmarkt entstehen. In Oelsnitz-Erzgebirge hat der Technische Ausschuss der Stadt rund 185.000 Euro für den zweiten Bauabschnitt der Stadthallengestaltung freigegeben. Das berichtet die Freie Presse. Auf der Wiesenfläche zwischen Kulturhaus und unserer Hauptstraße soll eine Terrasse mit Wasserfontänenspiel entstehen. Außerdem soll die Bushaltestelle neu gestaltet werden. Am Sonnabend wurde ein 18-Jähriger bei einem Verkehrsunfall auf der S-222 in Höhe der Greifenbachmühle schwer verletzt. Der 18-Jährige war gegen 16 Uhr mit einem VW-Polo aus Richtung Geier in Richtung Falkenbach unterwegs. Etwa 500 Meter nach dem Ortseingang Geier setzte der VW-Fahrer trotz nicht einsehbarer kurviger Strecke zum Überholen an. Der 18-Jährige verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, schleuderte nach links über die Fahrbahn und kollidierte mit einem Baum. Im Zuge der Unfallaufnahme sowie zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe musste die S-222 teils voll gesperrt werden. Bis gegen 19 Uhr kam es zu Behinderungen. Der Verkehrsunfalldienst der Chemnitzer Polizei sucht Zeugen. Insbesondere der Fahrer des dem VW entgegenkommenden Fahrzeugs, vermutlich ein blaugrauer Subaru mit Schwarzenberger Kennzeichen SZB, wird gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt die Verkehrspolizei unter der Rufnummer 0371 8740 0 entgegen. Ein 42-jähriger Autofahrer hat am Sonnabend in Annaberg-Buchholz seinen Anhänger verloren und Schaden verursacht. Der Anhänger löste sich während der Fahrt von einem Toyota und stieß gegen einen am Fahrbahnrand parkenden Audi. Der entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf rund 9.000 Euro. Hinter uns liegt die Woche der offenen Unternehmen, die Schüler bei der Berufsorientierung helfen soll. Zu den über 300 Unternehmen, die sich im Erzgebirgskreis beteiligt haben, gehören die Stadtwerke Schwarzenberg. Der regionale Versorger öffnete die Türen an einem besonderen Ort, dem Blockheizkraftwerk im Stadtteil Sonnenleite. 11 interessierte Schüler waren in Begleitung von Eltern und Großeltern vor Ort. Die Stadtwerke Schwarzenberg beschäftigen regelmäßig 4 bis 5 Lehrlinge im Unternehmen. Die 1:5 Niederlage der Veilchen am Freitagabend bei Holstein Kiel haben sicher auch viele Mädchen und Jungs verfolgt. Warum nicht selbst aktiv werden? Die Fußballmädchen des FC Erzgebirge Aue suchen neue Mitspielerinnen. Bei einem Schnuppertraining können interessierte Mädchen ab dem Jahrgang 2013 die Schülerinnen und deren Trainer kennenlernen. Das Schnuppertraining findet am Dienstag, dem 19. März in der Zeit von 17.30 Uhr bis 19 Uhr in der Turnhalle des Berufsschulzentrums in Aue, neben Bowling Street und Eishaus gelegen, statt. Sportsachen sind mitzubringen. Die Jungs trainieren immer montags und dienstags von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr in der FCE-Sporthalle direkt am Erzgebirgsstadion. Auch hier sind Fußballer der Jahrgänge 2013 und 2014 willkommen. Jedes Jahr ehrt die Stadt Thalheim verdiente Bürgerinnen und Bürger, die in den zurückliegenden Monaten oder auch eine längere Zeit ihres Lebens Besonderes verbracht haben. Am 15. März war es wieder an der Zeit, Danke zu sagen. Bei einer kleinen Feierstunde und im Beisein der Familie dankte Thalheims Bürgermeister Nico Dittmann, Frank Nittmann, Margitta Schüller und Joachim Hensel für ihr langjähriges Engagement und Lebenswerk. Die Laudatio zu Frank Nittmann verlas der Bürgermeister höchstpersönlich. Er bedankte sich bei Frank Nittmann für seine aufopferungsvolle Arbeit in der Freiwilligen Feuerwehr Thalheim. Nittmann war 20 Jahre als Wehrleiter tätig und hatte in dieser Zeit 764 Einsätze, davon allein 84 im Jahr 2018. Im April 1999 war Frank Nittmann zum 19. Wehrleiter der Stadt Thalheim ernannt worden. Mit seiner 20-jährigen Amtszeit geht er als der längst gediente Wehrleiter in der Geschichte der Stadt seit 1882 ein.
In seiner Laudatio fasste Nico Dittmann noch einmal zusammen, was er in dieser Zeit überdauerte. Zu Buche stehen 2 Bundeskanzler, 4 Ministerpräsidenten, 2 Landräte und zu diesem Zeitpunkt 2,5 Bürgermeister. Für seine aufopferungsvolle Arbeit dankte der Bürgermeister Frank Nittmann. Damit verbunden war der Eintrag in das Goldene Buch der Stadt Thalheim. Anschließend bedankte sich der Geehrte. Er sei stolz auf diese hohe Anerkennung. Nittmann dankte allen, die ihn auf seinen Weg begleitet haben. Sein besonderer Dank galt seiner Familie, die immer zu ihm gehalten habe, auch wenn er an manchen Tagen im ehrenamtlichen Einsatz war und nicht zu Hause sein konnte. Die Laudatio für Frau Margitta Schüller übernahm an diesem feierlichen Tag Silvia Schlicke. Auch die Laudatorin zählt zu jenen Eltern, deren Kinder bei Margitta Schüller in Betreuung waren. Margitta Schüller gilt als Initiatorin und Frau der ersten Stunde des Vereins Kinderland am Steinberg. Ihr ganzes Leben lang war sie Kindergärtnerin, Erzieherin und Leiterin in der Kinderbetreuung. Von der Schließung ihrer Arbeitsstätte bedroht, wagte sie 1992 den Schritt in eine kleine und zur damaligen Zeit besonders innovative Kindertagesstätte in Betreibung einer Elterninitiative. Sie gründete den Verein Kinderland am Steinberg, wo sie auch heute noch, fast 10 Jahre nach ihrem Ruhestand, im Verein federführend tätig ist. Für dieses Engagement sagte die Stadt Thalheim nun Danke. Auch Margitta Schüller bedankte sich für diese besondere Ehrung und Anerkennung. Und sie bedankte sich für das entgegengebrachte Vertrauen und auch dafür, dass sie seit 1962 für die Kinder von Thalheim und deren Eltern da sein durfte. Der Eintrag in das Goldene Buch der Stadt Thalheim ist Wertschätzung und Anerkennung für Margitta Schüller, die den Verein Kinderland am Steinberg ins Leben gerufen hatte. Der Bürgermeister von Thalheim, Nico Dittmann, ehrte dann noch in Abwesenheit Joachim Hensel für seine Arbeit im Thalheimer Heimatverein. Glück auf zu ErzTV Kompakt am Dienstag. Es gibt von neuen Straßensperrungen zu berichten. Ab 20. März ist die S267 in der Ortslage Waltersdorf für den Durchgangsverkehr voll gesperrt. Der im Vorjahr begonnene Straßen- und Kanalbau wird fortgesetzt. Der erste Abschnitt soll dabei bis 15. Juli andauern. Im Zuge von Baumpflege- und Straßenunterhaltungsmaßnahmen ist die S265 vom 20. bis 22. März tagsüber im ersten Abschnitt zwischen Abzweig Krumbacher Straße und Bärensteiner Straße in Königswalde sowie im zweiten Abschnitt zwischen dem Ortsausgang Königswalde und der B95 voll gesperrt. Baumpflege- und Straßenunterhaltungsmaßnahmen finden auch auf der S266 zwischen Hammerunterwiesenthal und Neudorf statt. Und zwar auch hier tagsüber am 21. und 22. März. Zum Abschied wurde das alte Auer Feuerwehrauto noch einmal auf Hochglanz poliert. Dann bekam es noch die Beschriftung, die auf den zukünftigen Einsatzort hinweist. Ruskova, ein Ort in Rumänien. Dort ist das in Aue ausrangierte Fahrzeug die Basis für den Aufbau einer selbstständigen Feuerwehr. In Aue war im vergangenen Jahr ein neues Feuerwehrfahrzeug, HLF 20, beschafft und in Betrieb genommen worden. Das Vorgängerfahrzeug im Löschzug 1 wurde außer Betrieb gestellt. Evelyn Fischer aus Sosa, die in regelmäßigen Abständen Hilfstransporte nach Rumänien privat organisiert, hatte gemeinsam mit der Wehrleitung eine Intention. Ihr Ziel war es, das freigestellte Fahrzeug nach Rumänien zu spenden. Der Einsatz war von Erfolg gekrönt. Da auch der Stadtrat grünes Licht gab, konnte das Fahrzeug jetzt an die zukünftigen Nutzer übergeben werden. Die Pumpe des Fahrzeuges war leider defekt, aber über diese Spendenaktion haben sich unsere ehrenamtlichen Kameraden dazu entschieden, die in Eigenleistung diese Pumpe wieder anzurichten. Die finanziellen Mittel dafür wurden uns von der Frau Fischer bereitgestellt. Dadurch natürlich auch einige Fächer in diesem Fahrzeug leer waren, haben wir uns noch eine kleine Idee einfallen lassen, indem wir einen Aufruf starteten über Facebook. Wir wollten einfach die leeren Fächer noch mit Gegenständen wie Spielzeugen, Kleidung etc. für die rumänischen Kollegen sammeln. Der Aufruf ist hervorragend bei den Leuten angekommen. Die Resonanz war wirklich überragend. Wir möchten da uns auch nochmal ganz sehr dafür bedanken.
Die Spenden reisen jetzt nach Rumänien. Vor der Abfahrt wurde die rumänische Delegation von den Auer Feuerwehrleuten detailliert in das Fahrzeug eingewiesen. Die Haspel vordrücken und den Hebel dabei drücken. Gut. Und dann können wir es runterlassen. Gut. Ja. Dann hast du immer hier in der Pumpe, hier wird der Druck erzeugt. Jetzt noch. Muss noch ein was zumachen. Ja. Das hier ist noch eine Entwässerung. Hier an der Seite. Sagen wir mal fühlen. Gleich mal rein. Siehst du den Hebel dort? Ja. Das musst du zumachen, da Hebel nach unten. Das ist zumachen. Nach unten. Jawohl. Genau. Die Stadt Annaberg-Buchholz führt auch 2019 gemeinsam mit Helfern den Frühjahrsputz durch. Ziel ist es, den Winterschmutz zügig zu beseitigen und Annaberg-Buchholz in einen attraktiven Zustand zu versetzen. Wenn es die Witterung zulässt, werden ab dem 25. März die Straßen der Stadt durch Kehrmaschinen des städtischen Betriebshofes im Zwei-Schicht-Betrieb von 6 bis ca. 20 Uhr gesäubert. Außerdem beginnt die Reinigung der Gullis. Der Terminplan für die Straßen, die alphabetisch bzw. chronologisch geordnet sind, können auf der Seite annaberg-buchholz.de/frühjahrsputz gelesen oder heruntergeladen werden. Straßen, die nicht am Reinigungstag gereinigt werden konnten, werden an den Folgetagen nachgereinigt. Anlieger werden gebeten, Winterschmutz vor dem jeweiligen Hauptreinigungstag von den Fußwegen auf die Straße zu kehren. In Pöhla wird es eine Informationsveranstaltung zum Abwasserbeseitigungskonzept geben. Die Stadt Schwarzenberg lädt dazu gemeinsam mit den Wasserwerken Westerzgebirge sowie den Stadtwerken die Einwohner der Ortschaft ein. Am Donnerstag 17.30 Uhr wird in der Mehrzweckhalle Pöhla über den Fortgang der Bauarbeiten informiert. Das Lauterer Vogelbarfest. Das sind seit über 2 Jahrzehnten 3 tolle Tage mit einem vielseitigen Unterhaltungsprogramm. Ein besonderer Anziehungspunkt im Festzelt war bisher die Wahl der Vogelbärprinzessin. Beim diesjährigen Vogelbärfest am letzten Septemberwochenende wird es allerdings keine Neuwahl einer Prinzessin geben. Das Organisationsteam um Bürgermeister Thomas Kunzmann will eine Pause einlegen, um im nächsten Jahr neue Wege für die Wahl der Repräsentantin einzuschlagen. Bürgermeister Thomas Kunzmann: Da wir im Jahr 2020 silbernes Jubiläum feiern, unser Vogelbärfest also seine 25. Auflage erlebt, müssen wir heute schon weitsichtig agieren und uns neu orientieren. Ganz praktische Gründe für diese Entscheidung führt Mike Schneising, der Betriebsleiter der Lautergold Paul Schubert GmbH, an. Zitat: Da die Anzahl der Auftritte unserer Hoheiten in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen sind, wollen wir auch prüfen, ob zukünftig vielleicht doch nur eine Repräsentantin die Stadt Lauter-Bernsbach und unser Unternehmen zu öffentlichen Terminen vertreten könnte. In einem sind sich Kunzmann und Schneising einig: In erster Linie soll das Amt attraktiver gemacht werden. Das Sammlungsdepot Pohl Ströer in Gelenau wurde in den vergangenen Jahren von vielen Osterausflüglern angesteuert. Im Jahr des 10-jährigen Bestehens ihrer Einrichtung wollen die Verantwortlichen ab dem kommenden Wochenende erneut mit einer interessanten Osterschau aufwarten. Österliche Volkskunst und eine große Auswahl an Schmuck und Künstlereiern, Szenen mit Puppen, Kinderfahrzeugen und Spielzeug gehören zur diesjährigen Präsentation. Hervorzuheben wären die Rubriken Das weltgrößte Ei, Frauengesichter auf dem Ei sowie Eieruhren und iPhones. Der FC Erzgebirge Aue nutzt die Länderspielpause für ein Testspiel in Österreich. Im Spiel beim SV Gunter Matig Ried werden sich am Donnerstag 2 Zweitligisten gegenüberstehen. Ried, das seit 2017 aus dem Oberhaus abgestiegen war, ist aktuell Tabellenzweiter. Gerald Baumgartner, Cheftrainer der Gastgeber, bezeichnet die Auer als sehr guten und interessanten Gegner. Er will gegen die Veilchen seinen gesamten Kader einsetzen. Das Spiel wird 15.30 Uhr in Ried angepfiffen. Am Schluss des Nachrichtenblocks eine traurige Bilanz für das vergangene Jahr. 198 Menschen verloren 2018 bei Straßenverkehrsunfällen in Sachsen ihr Leben. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes waren das 51 mehr als ein Jahr zuvor und so viele wie seit 2012 nicht mehr.
Die Zahl der Unfälle mit Personenschaden erhöhte sich insgesamt um 4,5% auf 13.842. Besonders betroffen war bei den Unfällen mit Todesfolge die Altersgruppe 65 Jahre und älter. Allein 84 getötete Personen gehörten dieser Altersgruppe an. Das waren doppelt so viele wie im Jahr 2017. Jetzt haben wir einen Salat. Jetzt hast du noch mal Glück gehabt. Warum der? Na, dreh dich mal um, was jetzt von der Schlange hinter uns steht. Wahnsinn! Da gibt's halt hier bestimmt Bananen. Ey! Ha? Dreh dich mal hier nicht so blöd an. Schau doch mal lieber die Radieseln von unten an. Hi-ya! Es gibt immer wieder Leute, die aus der Reihe tanzen müssen. Sehr geehrte Kunden, ich will nicht länger um den heißen Ball reden. Ich habe heute vor Wut für Sie gekocht. Ihr werdet alle aus meiner Hand fressen. Frische Zahnpasta und eine schöne Eisbombe. Und als Kompott können Sie sich heute mit fremden Lorbeeren schmecken. Ich würde gerne meine Schuhe füttern lassen und einmal Weinbeeren zu mitnehmen. Bitte schön. Danke. Ey, gibt's ja auch leckeren Nazi-Auflauf? Kostenlosen Nachschlag kannst du kriegen, mein Freund! Jetzt kriegt er sein Fett weg. Jetzt bohr ich dir eins über. Den lass ich am ausgestreckten Arm verhungern. Als Itze wurde butterbraun. Also mit dem ist nicht gut Kirschen essen. Itze, hab ich satt. Melde, Schießburger fertig. Soldat, stillgestanden und rühren. Ihr Brandwurter Helm oder was? Wegtreten! Jetzt wird der Hund in der Pfanne verrückt. Sag mal, wer ist das denn eigentlich? Das ist mein voller Ernst. Also das kann doch wohl jetzt nicht dein Ernst sein. Guck na mal, da hat sich doch komplett zugestrickt. Ich glaube, mein Bier ist schal. Ach komm, ich geb da Neues mit einer richtig schönen Blume. Danke. Ey Max, und denk dran, 5:12 am Fernsehturm, sonst schlägt's 13. Wir müssen heute noch unsere Bubble verdringen. Und wisst ihr, was der Hammer ist? Das! Hä? Was machst du denn hier? Ich verteile Brot unter den Armen. Ist ja grün! Der Ball einen Knall! Ich hätte gern noch eine Flasche Ketchup. Nee. Gibt's nicht. Ich mach mich schon nimmer zum Heinz. Wenn's alle ist, hört's auf! Wir schließen jetzt! Na toll. Da muss ich wieder am Hungertuch nagen. Glück auf! Glück auf bei ErzTV Kompakt. Im Erzgebirgskreis beschäftigt das Gastgewerbe nach Angaben der Arbeitsagentur rund 4.800 Menschen. Allerdings fehlen hier zunehmend Fachkräfte, auch weil die Branche ein waschechtes Imageproblem hat, ist Volkmar Heinrich, Geschäftsführer der Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten, überzeugt. Einen Hauptgrund sieht der Gewerkschafter in immer extremeren Arbeitszeiten.
Zwar gehöre das Arbeiten am Abend oder am Sonntag für Hotelfachleute und Kellner fest zum Job, aber in den vergangenen Jahren wären die Schichten deutlich länger und die Erholungszeiten kürzer geworden. Das macht nicht jeder ewig mit, so der Geschäftsführer der NGG Region Dresden-Chemnitz. Bei einer aktuellen Branchenumfrage der Gewerkschaft gaben 81% der Befragten an, ihre Arbeitsbelastung habe in den letzten Jahren zugenommen. Fast jeder Zweite muss demnach in der Freizeit für den Betrieb einspringen. Heinrich kritisiert in diesem Zusammenhang insbesondere die Forderungen von Unternehmern, das Arbeitszeitgesetz zu lockern. Die Stadt Schneeberg hatte am Dienstag Pressevertreter eingeladen, um auf bevorstehende Termine aufmerksam zu machen. Das wäre zum einen der Frühjahrsputz in der Bergstadt, der am 30. März unter Beteiligung möglichst vieler Unterstützer stattfinden soll. Zum anderen wurde das Augenmerk auf den 5. erzgebirgischen Autofrühling und das 7. Tag des offenen Gewerbegebiets am 27. April gelenkt. Ein weiteres Anliegen war, dass möglichst viele Kinder der Stadt in Schneeberg eine Ausbildung machen. Dazu fand am Mittwoch in der Oberschule ein Ausbildungsmarkt statt. Druckfrisch wurde dabei die zweite Auflage der Broschüre »Ausbildung – Gestalte deine Zukunft daheim« verteilt. Über letztere Thematik berichten wir morgen ausführlich. Der einzige Weg, in der digitalen Welt zu gewinnen, liegt im lebenslangen Lernen. Das ist nur eine von vielen Erkenntnissen, die Sanjay Soldi, Direktor des European Internet Marketing Institute and Academy, mit Teilnehmern des Jahresempfangs der IHK Chemnitz, Regionalkammer Erzgebirge, teilte. Über 120 Gäste aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung folgten der Einladung in die historische Mauersberger Aula der evangelischen Schulgemeinschaft in Annaberg-Buchholz. Nach den einführenden Worten der Vizepräsidentin begeisterte der Keynote-Speaker Sanjay Soldi das Publikum, indem er die komplexe Welt der Digitalisierung in einfachen Worten für jedermann verständlich erklärte und auch die menschlichen Aspekte des Themas nicht außer Acht ließ. Ricarda Lorenz, Vizepräsidentin der Regionalkammer Erzgebirge, ließ das vergangene Jahr in Kürze Revue passieren und betonte in ihrer Eröffnungsrede die Wichtigkeit von Weltoffenheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit für die soziale Marktwirtschaft. Wir haben wieder mal eine Straßensperrung zu melden. Zwischen Neudorf und Kranzahl ist die S266 in dieser Woche am Montag und Dienstag kommender Woche voll gesperrt. Es erfolgen Baumpflege- und Straßenunterhaltungsmaßnahmen. Eine Umleitung wird ausgewiesen. Die Arbeiten werden täglich zwischen 7.30 Uhr und 15.30 Uhr durchgeführt. Nach Beendigung der täglichen Arbeiten wird die Straße für den Verkehr freigegeben. Im Rahmen des Ersatzneubaus der Brücke über die Zwickauer Mulde bei Bockau ist der Baustellenbereich voll gesperrt. Es werden ein Randbalken sowie mehrere Felssicherungen und Stützbauwerke hergestellt und der Straßenabschnitt grundhaft erneuert. Die Baufertigstellung ist vertraglich für Ende November 2019 vereinbart. Der Verkehr wird aus Richtung Aue über die B169 Schneeberg und die K9133 Zschorlau-Albernau und zurück umgeleitet. Die Sporttalente 2018 im Erzgebirgskreis sind die Keglerin Frances Fröhlich vom SV Saxonia Bernsbach, der Mountainbiker Simon Degenkolb sowie die Mannschaft vom RSV-Team Autoriedel Schwarzenberg, zu der Simon Degenkolb gehört. Die Ehrung der Besten erfolgte bei einer Gala in der Stadthalle Marienberg. Demnächst ist bei ErzTV ein Bericht der Kollegen des Mittelerzgebirgsfernsehens von der Veranstaltung zu sehen. Nasser Schnee und Stürme haben in den zurückliegenden Wochen erneut unseren erzgebirgischen Wald arg in Mitleidenschaft gezogen. Der für Fragen des Waldes zuständige Staatsminister Thomas Schmidt sprach bei der Vorstellung des jüngsten Waldzustandsberichtes von Herausforderungen, die auch in diesem Jahr vor uns liegen. Schmidt wörtlich: Mussten wir im Jahr 2018 die verheerendsten Waldschäden in Sachsen seit der politischen Wende verzeichnen und vor der großen Borkenkäfergefahr in diesem Jahr warnen, so ist auch der Start in das Jahr 2019 für den sächsischen Wald nicht gut gelaufen.
Nachdem im Januar die ergiebigen Schneefälle zu erheblichem Schneebruch führten, fegte nach Bennett am Rosenmontag im März auch noch die Sturmtiefs Draghi und Eberhard mit enormer Gewalt über den Freistaat Sachsen hinweg. Im Moment können die Forstbehörden die Schadholzmenge nur grob abschätzen, aber wir rechnen etwa mit 500.000 Kubikmeter Holz, so Staatsminister Schmidt in der vergangenen Woche. Hinzu kommen weit mehr als 200.000 Kubikmeter Holz durch den enormen Schneebruch im Januar 2019 in den Wäldern der mittleren und oberen Lagen der sächsischen Mittelgebirge. Seit Herbst 2017 sind somit rund 4 Millionen Kubikmeter Schadholz zu verzeichnen. Als optimaler Lebensraum für den Borkenkäfer muss das längst noch nicht überall beseitigte Schadholz schnellstmöglich aus dem Wald, sagt Staatsminister Schmidt zum Ernst der Lage. Schon jetzt wird geschätzt, dass je nach Witterungsverlauf allein infolge der letzten Stürme mit einer Käferholzmenge zwischen 200.000 und 700.000 Kubikmeter bis Mitte des Jahres 2020 zu rechnen ist. Der Staatsbetrieb Sachsenforst habe den Frischholzeinschlag vollständig eingestellt. Angesichts der dramatischen Situation sollten alle Waldbesitzer den Holzmarkt nicht durch zusätzliche Holzeinschläge belasten. Staatsminister Thomas Schmidt weiß, der Abtransport, aber auch die Arbeit der Forstmaschinen wird von einigen Anwohnern und Spaziergängern als Beeinträchtigung wahrgenommen. Aufgrund der neuen Situation bittet der Minister um Verständnis. Der Einsatz von Maschinen sei für den Erhalt eines gesunden Waldes notwendig. Auf alle Fälle sollten Waldbesucher in den besonders betroffenen Gebieten derzeit vorsichtig sein und gegebenenfalls das Betreten des Waldes zeitweilig meiden. Vor 10 Jahren hieß Sachsens Umweltminister Frank Kupfer. Am 20. März 2009 hat der an der Talsperre Eibenstock einen Wasserlehrpfad eröffnet. Auf dem 4,5 Kilometer langen Rundweg kann der Besucher seitdem Interessantes zu den Themen Natur, Wald und natürlich Wasser erfahren. Die 14 Schautafeln entstanden in Zusammenarbeit von Landestalsperrenverwaltung, Sachsenforst und Zweckverband Naturpark Erzgebirge Vogtland. Der Lehrpfad soll Wissen vermitteln und die Region für Touristen attraktiver machen. Ausgangspunkt für eine Wanderung auf dem Wasserlehrpfad entlang der Talsperre Eibenstock ist der Wanderparkplatz an der B283. Nach der Schranke beginnt linksseitig die Ausschilderung des Wasserlehrpfades. Und jetzt geht's 15 Jahre zurück. Die evangelisch-lutherische Kirche in Mildenau bekam damals 3 neue Glocken. Ein Pferdegespann hat sie am 20. März 2004 unter den Blicken vieler Leute von Streckewalde nach Mildenau gebracht. Dort wurden sie mit Musik und Gebet empfangen. Einen Tag später erfolgte bei einem Festgottesdienst die Weihe. Gegossen wurden die Glocken am 5. Dezember 2003 bzw. 13. Februar 2004. Glück auf zu den Nachrichten fürs Erzgebirge. Die geplante Etablierung eines Forschungscampus für automatisiertes und digitalisiertes Zugfahren in Annaberg-Buchholz wird zur greifbaren Realität.
Am Mittwoch bestätigte das Bundesministerium für Bildung und Forschung, dass der Bund Fördermittel für den Smart Rail Connectivity Campus bereitstellt. Dazu der erzgebirgische Bundestagsabgeordnete Alexander Kraus in Berlin. Annaberg-Buchholz wird Forschungsstandort. Annaberg-Buchholz bekommt einen Forschungscampus. Als Bund unterstützen wir die Forschung und Entwicklung in den Regionen. Und Annaberg-Buchholz hat sich zusammen mit der Technischen Universität Chemnitz und der Erzgebirgsbahn um ein Projekt beworben, wo es darum geht, den Eisenbahnverkehr der Zukunft auszuprobieren. Dafür wird unter anderem eine Teststrecke eingerichtet zwischen Annaberg-Buchholz und Schwarzenberg. Ich freue mich darüber, dass dieses Projekt auf den Weg gebracht wird. Und wir fördern zwei weitere Projekte, die aus dem Erzgebirge kommen. Ein weiteres beschäftigt sich mit Verbundwerkstoffen, wo es also darum geht, dass zum Beispiel Textilien mit Sensoren ausgestattet werden. Auch das, finde ich, ist eine sehr zukunftsorientierte Technologie, die Arbeitsplätze sichern wird bei uns im Erzgebirge und sicherlich auch neue schaffen wird. Und ein drittes Projekt beschäftigt sich mit den Bergbauhalden, die wir ja haben. Einerseits, wie kann es gelingen, Rohstoffe aus diesen Halden herauszubekommen? Und auf der anderen Seite fließen da ja Wässer raus, wo Schadstoffe drin sind. Wie können diese Schadstoffe herausgefiltert werden? Also drei kreative Projekte, die der Bund fördert und die gut fürs Erzgebirge sind. Der Waldschlösschenpark in Annaberg-Buchholz wird weiter aufgewertet. Bereits in den Vorjahren wurden unter anderem der Teich entschlammt, ein begehbares Teichufer mit Sitzgelegenheiten geschaffen, das Teichufer befestigt und bepflanzt sowie ein neuer Zu- und Ablauf geschaffen. Darüber hinaus wurden die Holzpalisaden an der Westseite des Teiches entfernt und durch Natursteinmauern ersetzt. Außerdem der angrenzende Weg erneuert. Anstelle des unansehnlichen Rosariums entstand eine Rasenparterre, die zum Verweilen einlädt und vielfältige Nutzungsmöglichkeiten bietet. Nun ist im Buchholz der Brückenschlag über die Seemar erfolgt. Skaterbahn und Silberlandhalle wurden durch eine neue Brücke mit dem Park verbunden. Wege verkürzen sich damit erheblich. Besucher des Parks und des Spielplatzes können nach Fertigstellung der Arbeiten an den Fußwegen auch die Parkplätze an der Silberlandhalle nutzen. Aufgrund der exponierten Lage im Tal und am Gewässer wurde für das Tragwerk der Brücke eine rostfreie Aluminiumkonstruktion gewählt. Für die neue Brücke investierte die Stadt insgesamt rund 70.000 Euro. Neues auch von einem anderen Park. Ins ehemalige Gondelcafé am Stolberger Walkteich soll wieder Leben einziehen. Das berichtet die Freie Presse. Die neue Pächterin des Objektes will dort ab Ostern ein Café betreiben. Geplant sei auch, den Bootsverleih wieder zu beleben. Derzeit wird das Häuschen neben der Terrasse umgebaut. Der Altar der Kirche Hartmannsdorf im Zwickauer Land stand am Mittwoch im benachbarten Stützengrün im Mittelpunkt. Dort waren die Figuren in den letzten Wochen in den Räumen der ehemaligen Sparkasse restauriert worden. Beim Hartmannsdorfer Altar handelt es sich um ein wertvolles historisches Kulturgut. Es stammt aus der Werkstatt von Peter Breuer. Was das Besondere an dem Altar ist und welche Pläne die Gemeinde Stützengrün mit dem ehemaligen Sparkassengebäude hat, darüber berichten Restauratorin Astrid Mellert und Bürgermeister Volkmar Viehweg demnächst bei ERZ-TV. Unbekannte haben in Bad Schlema das Holzgeländer am Biedenkopfblick zerstört. Der Schaden wurde am vergangenen Sonnabend 4.20 Uhr vom Sicherheitsdienst festgestellt. Anzeige gegen Unbekannt wurde bei der Polizei gestellt. Die Stadt Aue, Bad Schlema, hofft nun, vielleicht hat jemand etwas gesehen oder gehört, was zur Ermittlung des Verursachers oder der Verursacher des Schadens beitragen könnte. Durch etwaige Hinweise, um die gebeten wird, könnte es vielleicht möglich sein, die für den Schaden Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Die Winterpause ist beendet. In Aue beginnen am kommenden Montag die Bauarbeiten im zweiten Bauabschnitt der S-255. Nachdem 2018 der Fahrstreifen der Dr. Otto-Nuschke-Straße in Richtung Schwarzenberg ausgebaut wurde, erfolgt nun der Ausbau des Fahrstreifens aus Richtung Schwarzenberg kommend sowie der anliegenden Gehwege. Zudem wird die Fahrbahn im Bereich des Supermarktes verbreitert, um für diesen eine Abbiegespur zu realisieren. Die Bauarbeiten werden unter halbseitiger Verkehrsführung in Richtung Schwarzenberg durchgeführt. Die Gegenrichtung wird analog zum ersten Bauabschnitt über die B101 und B169 innerörtlich umgeleitet. Die Baumaßnahme soll planmäßig im Mai fertiggestellt sein.
Gut zwei Wochen war die Staatsstraße 270 in der Ortslage Grünhain bei der Schule wegen Reparaturarbeiten gesperrt. Am Mittwochnachmittag wurde der Abschnitt wieder für den Verkehr freigegeben. Die Straßenbauverwaltung des Erzgebirgskreises hatte hier während der zurückliegenden Tage mit einigen witterungsbedingten Unterbrechungen unter anderem großflächige Abfräß- und Reparaturmaßnahmen durchgeführt, die nunmehr größtenteils abgeschlossen werden konnten. Curly im Auer Tiergarten hat eine Macke. Der 24-jährige Emu brütet gerne Eier aus. Deswegen hatte der Zoo der Minis dem Vogel am 8. Februar wieder welche untergeschoben. Inzwischen wurden Curly die Eier wieder weggenommen und in einen Brutautomat gelegt. Wie gehofft, hat das Tier jetzt wieder angefangen zu fressen. Die Eier müssen noch ein paar Tage im Apparat bleiben. Falls Küken schlüpfen, dürfen die Küken eventuell über Ostern noch im Tiergarten bleiben. Danach müssen die Küken in die Emu-Farm, von der die Eier stammen. Sie können nicht bei Curly bleiben, denn der würde sie nicht mehr annehmen. Wie bei Mutter zu Hause. Besonders amüsant wird die neue Sendung aus unserer Reihe Treffpunkt kulinarisch. Mit Patrick Konopka, Hendrik Vogel und Christian Storch sind nämlich drei Spaßvögel bei Benjamin Unger zu Gast. Bekannt wurden sie durch handgemachte, echt erzgebirgische Kunst. Filmkunst. Unter dem Label Konopka-Filme zeigen sie, wie man diverse Redewendungen, Sprüche oder Bezeichnungen wörtlich genommen auch interpretieren könnte. Gekocht wird bei Treffpunkt kulinarisch auch. Diesmal Nudeln mit einer sehr köstlichen Tomatensoße und feinem Tartar. Das alles ab Sonnabend in ErzTV das Magazin. Unsere Magazinsendung gibt es zu jeder vollen, ungeraden Stunde im Regionalprogramm oder jederzeit auf erztv.de in der Mediathek. Das Vitaltherapie- und Sportzentrum Schneeberg ist eines von rund 800 angemeldeten Gewerben in Schneeberg. Hierhin hatten Schneebergs Bürgermeister Ingo Seifert und Stefan Unger vom Stadtmarketing eingeladen, um die Broschüre Ausbildung – Gestalte deine Zukunft daheim vorzustellen. Die Wahl des Ortes liegt auch an Maurice Lindner, der hier eine Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann absolviert. Ich war vor 2 Jahren hier zum Gewerbegebietsfest und bin da auch unter anderem hier im Vital gewesen und wurde da auf diesen Flyer aufmerksam gemacht, wo die ganzen Betriebe drin stehen. Und ich habe das Studio ja sowieso hier schon gesehen, war auch mit der Schule mal hier, das hat mir schon ganz gut gefallen und habe dann den Betrieb, das Vital, auch in diesem Heft drin gesehen und dachte, bietet sich an, kommt in Frage, ist ein schönes Studio und dann habe ich mich hier beworben und dann ging's los. So soll es nach den Vorstellungen des Bürgermeisters sein. Ingo Seifert sieht in der Broschüre ein Stück Wirtschaftsförderung. Die Stadt lebe von den Gewerben. Mit der Veröffentlichung potenzieller Ausbildungsstellen könne man in Zeiten des Fachkräftemangels die Unternehmer unterstützen. Darüber freut sich auch Gastgeberin Mandy Franke. Zum in zweiter Auflage erschienenen Heft Ausbildung – Gestalte deine Zukunft daheim sagt sie: Grundsätzlich ist die Broschüre auf alle Fälle ein ganz tolles Sammelsurium von einigen Betrieben, ne, die sozusagen ja Ausbildungsplätze anbieten. Ich denke, oftmals ist einfach das Problem der jungen Leute, dass vielleicht einfach die Ideen fehlen oder dass man jetzt nicht richtig weiß, was hat man überhaupt, wofür Möglichkeiten, welche Berufe werden jetzt auch regional angeboten. Und da ist dieses Heft natürlich ganz wunderbar dienlich, um da einfach mal aufzuzeigen, was kann man einfach hier vor Ort in Schneeberg und Umgebung Ausbildung möglich machen. Vertreten sind in der Broschüre 34 Unternehmen vom Bau bis zur Altenpflege. Geworben wird für eine Ausbildung in der Heimat. Regional finde ich zum einen ganz gut. Ich habe einen sehr guten Arbeitsweg. Ich fahre 5 Minuten mit dem Auto. Also das ist schon mal sehr von Vorteil. Und ich bin ja aufgewachsen, ist meine Heimat und da finde ich es umso besser, wenn ich ja gleich meine Ausbildung machen kann. Im Vital absolvieren derzeit 2 junge Leute eine Ausbildung. 2 weitere könnten es sein und werden gesucht. Was Sport- und Fitnesskaufleute machen, weiß Maurice Lindner natürlich genau. Also größtenteils soll man schon für die Leute da sein. Man muss als Grundvoraussetzung schon freundlich sein, das auf alle Fälle, gute Umgangsform. Und größtenteils schreibe ich Trainingspläne, pass auf, dass die Leute alles richtig machen, dass die Ausführungen bei den Übungen immer sauber sind und Fitnessberatung mache ich ebenfalls noch. Mandy Franke empfiehlt jungen Schneebergerinnen und Schneebergern die Broschüre mit den Ausbildungsstellen und rät zu einem Praktikum. Also wir sind auf alle Fälle jederzeit offen.
dass wir immer bereit sind, Schüler zum Beispiel für Schülerpraktika anzunehmen, bieten also Praktikumsplätze an, sodass einfach schon mal die Jugendlichen, die Schüler die Möglichkeit haben, schon mal so ein bisschen in den Beruf reinzuschnuppern und ein bisschen was kennenzulernen. Also es ist tatsächlich schon passiert, dass wir wirklich aus ganz tollen Schülerpraktikas dann letztendlich dann einen Ausbildungsplatz sozusagen vergeben konnten. Warum in die Ferne schweifen, liegt das Gute doch so nah? Ich habe alles richtig gemacht dabei. Ich kann mich wirklich nicht beschweren. Ich habe einen sehr netten Chef, nette Chefin. Ich habe echt tolle Mitglieder. Alles sehr vielseitig und im Großen und Ganzen bin ich auch sehr sportinteressiert. Deswegen bin ich in dem Beruf und ich kann mir eigentlich nichts Besseres vorstellen. Also meiner Meinung nach habe ich alles richtig gemacht soweit. Die Nachrichten fürs Erzgebirge. Glück auf! Seit der Gründung des Regionalmanagements Erzgebirge im Jahr 2001 fanden 5 Regionalkonferenzen statt. Diese hatten jeweils das Ziel, eine neue Periode in der Ausrichtung der inhaltlichen Arbeit mit relevanten Partnern vorzustellen und zu diskutieren. Letztmals trafen sich Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft im Jahr 2015 zu einer Regionalkonferenz Erzgebirge im Bürgergarten Stolberg. Jetzt steht eine neue Runde an. Die 6. Regionalkonferenz Erzgebirge findet am kommenden Mittwoch in der Stadthalle Marienberg statt. Eibenstock war immer eine lebendige Stadt und soll es auch bleiben. Allerdings könne man derzeit laut Gewerbe- und Tourismusverein Eibenstock angesichts leerstehender Geschäfte, bröckelnder Fassaden und fehlender Gemütlichkeit nicht von einem attraktiven Ortskern sprechen. Deswegen lädt man zu einem runden Tisch ein. Der wird am kommenden Dienstag abends im Rathaus stattfinden. Informationen dazu gibt es im Internet unter eibenstock.de. In der Annaberger Innenstadt kommt es ab Montag zu einer nennenswerten Straßensperrung. Bis voraussichtlich 31. Mai werden Straßenbauarbeiten sowie Erschließungsarbeiten für das neue Finanzamt des Erzgebirgskreises in der Klosterstraße zwischen den Einmündungen Magazingasse und Frohnauer Gasse ausgeführt. Das Stadtzentrum bleibt über die Große Kirchgasse sowie die Wolkensteiner Straße erreichbar. Fahrzeugführern, die aus Richtung Süden kommen, wird das Parkhaus Altstadt 2 an der Scheibnerstraße bzw. das Parkdeck Karlsplatz empfohlen. Busse der Linie A bedienen statt der Haltestelle am Markt die Haltestelle Gehrisch-Ruh. Vom Busbahnhof ist der Markt durch die Linien C und D erreichbar. Im Stadtgebiet Schwarzenberg kommt es ab Montag zu diesen Straßensperrungen. In Wildenau wird die Elterleiner Straße im Bereich der Einmündung in den Emlerweg für circa 3 Wochen für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Die Umleitung für den gesamten Fahrzeugverkehr muss ab der Kreuzung Bayerfelder Dreieck an der B101 in Richtung Bayerfeld-Grünhain geführt werden. In Erla ist dann die Karlsbader Straße auf Höhe des Herrenhofes voll gesperrt. Der Fahrzeugverkehr von und nach Johann Georgenstadt muss umgeleitet werden. Der Abschluss der Bauarbeiten im Straßenraum ist für den 26. April geplant. Am 26. und 27. März ist die S-262 zwischen dem Ortsausgang Königswalde und der Talstraße in Bärenstein zwischen 7.30 Uhr und 15.30 Uhr im Zuge von Baumpflege- und Straßenunterhaltungsmaßnahmen für den Verkehr voll gesperrt. Die Umleitung für beide Abschnitte erfolgt über die S-265 in Richtung Morgensonne, weiter über die B-95 in Richtung Bärenstein und die S-262 in Richtung Kühberg bzw. in Gegenrichtung. In Bad Schlema wird demnächst das Wohngebäude Auerstraße 53 abgebrochen. Das Gebäude diente als Wohnhaus. Im Erdgeschoss befand sich früher ein Fleischergeschäft. Bedingt durch längeren Leerstand und Sanierungsrückstau ist ein Erhalt des Gebäudes laut Stadtverwaltung Aue-Bad Schlema nicht möglich. Der Zuwendungsbescheid für den Rückbau des Wohngebäudes ist Ende Dezember 2018 eingegangen. Die Leistung wurde ausgeschrieben und die Medienabtrennung bei den Versorgungsträgern beantragt. Das Helios Klinikum in Aue hatte am vergangenen Sonntag zu einem Tag der offenen Tür eingeladen. Am Ende konnten sich die Veranstalter über eine grandiose Resonanz freuen. Es wurde auch viel geboten. So zeigten Ärzte und medizinische Teams ihre Wirkungsbereiche.
Die Besucher konnten dabei Dinge ausprobieren, die sonst nicht öffentlich zugänglich sind. Vorgestellt wurden unter anderem ein neuer Linearbeschleuniger in der Strahlentherapie oder ein Roboter im Operationssaal, auf den das Auer Klinikum aufgrund seiner Einzigartigkeit in der Region besonders stolz ist. Während die vielen Gäste an diesem Tag informative Einblicke hinter die Kulissen eines Krankenhauses bekamen, konnten sie sich auch an zahlreichen Mitmachangeboten für Groß und Klein beteiligen. Zum bunten Rahmenprogramm gehörten zum Beispiel Autogrammstunden mit Spielern und Verantwortlichen der Auer Zweitligisten FC Erzgebirge und EHV sowie das Kinderschminken. Die Ereignisse der Woche mit dem Übergang vom kalendarischen Winter zum Frühling waren das. Neue Nachrichten aus dem Erzgebirge sehen Sie ab Montag 20 Uhr. Dann begrüßt Sie Sven Schimmel an dieser Stelle wieder. Empfehlen möchte ich Ihnen noch die Magazinsendung mit Diana Beutner und interessanten Gästen bei Treffpunkt Kulinarisch. Diesmal sind die Macher von Konopka-Filme mit dabei, die gemeinsam mit Benjamin Unger den Kochlöffel schwingen. Jetzt aber danke fürs Zuschauen, ein schönes Wochenende noch. Glück auf!